So, dann machen wir den Deckel für heute drauf mit einem Rest und ich muss dir schon wieder recht geben. Langsam wird es langweilig. Young and Grace habe ich mittlerweile gehört und war doch hoch erfreut. Und ja, was das für eine schöne Serie ist. Also sehr erfrischend und ja, frisch von der Leber weg und das macht wirklich Laune. Ich habe vielleicht einen Kritikpunkt, den ich anbringen will, ist das. Okay, zwei. Sagen wir mal zwei. Das eine ist die Trennung von innerem Monolog und äußerem, dass das vielleicht hätte, obwohl es nicht schlecht gemacht ist, aber es sind halt immer so fließende Übergänge, die das ein bisschen merkwürdig machen an der einen oder anderen Stelle. Aber ich weiß, wenn man dann irgendwie einen Halt drauf macht, das ist dann genauso doof. Deswegen ist das okay, das lassen wir durchgehen. Und das andere weiß ich schon gar nicht mehr. Was Siehste? wollte ich noch meckern? Ach so, ja, der Reverend, ist das ein Reverend? Also der Priester, der hat da so eine ganz spezielle Art und der nuschelt manchmal so ein bisschen. Und das ist ja seine Art, das ist okay, macht's manchmal, hatte ich tatsächlich Verständnisschwierigkeiten. Aber ansonsten ist das ja ganz toll Aber und das ich macht finde das gerade Riesenspaß. diesen Reverend so gut, weil das mal so ganz mal nix ist, was mit diesem normalen Synchrogramm daherkommt. Diesem amerikanisches Seriensprech, den man sonst immer hört. Das finde ich so erfrischend anders. Und ja, Sehr auch lebendig lassen doch und mal nuscheln. lass noch mal So nicht so nuscheln. schlimm. Ist mir lieber, der nuschelt, als wenn er da immer in dieses, Ja, ja, Marco diese Göllner nuschelt ja amerikanische auch. Seriensbetroffenheit Ja, hineinfällt. Marco Göllner nuschelt ja auch. Genau, zum Beispiel. Ja, es stimmt schon. Ja, hast recht. Also wirklich, das solltet ihr euch dringend anhören. Das macht wirklich großen Spaß. Die Geschichten fand ich auch toll. Also wirklich beide Geschichten. Sehr ungewöhnlich, sehr merkwürdig an vielen Stellen, aber immer wirklich hochunterhaltsam und toll. Also ganz toll. Wirklich, da war ich wirklich baff, tatsächlich, muss ich sagen. Wie viel Ja, Spaß ist ein mir das schöner gemacht hat. Hörspiel. Schön. So, das war der Rest. Das war der Rest, Genau. genau. Dann kommen wir zu den News. Da haben wir so ein bisschen was, auch nicht allzu viel, ist überschaubar. Das Hörspiel des Monats April, eben haben wir es schon erwähnt. Geh dich dick, ein laut poetischer Dialog mit Elfriede Gerstl. Ein Hörspiel von Ruth Johanna Benrath wurde gewählt zum Hörspiel des Monats April. Der Titel sagt mir schon, das möchte ich nicht hören. Muss nicht sein, nee. Nee, irgendwie will das nicht. Ja, dann gab es einen Hörspielpreis und zwar den Zonser Hörspielpreis. Der ging an Merzen, Grund von Felix Mitterer. Das muss ich endlich anhören, das ist echt schlimm. Ich habe es auch noch nicht gehört. Ja, das ist, Mitterer, ah, Mensch. ja, Ja, auf wird dem bestimmt zweiten gut. und dritten Platz sind Idylle von Josef Maria Schäfers gelandet und Das Geburtsverhör von Ursula Werdenberg. Und was wir aber auf jeden Fall gehört haben, der Darstellerpreis ging an Jörg Schütt auch für Manitou. Ja, Genau. sehr schön. Dann gibt es auch Erfreuliches. Es gibt eine neue Blade-Taste, Ja. eine Ausgabe, eine Sonderedition. Diesmal zu den Europa-Gruselserien. Nicht ganz uneigennützig. Also zum einen arbeitet man ja an einem großen Europa-Buch über alle Hörspiele, die es bei Europa mal gab. Also beziehungsweise alle, naja, ob es alle tatsächlich erfasst, aber es wird zumindest ein Riesenschinken und da freuen wir uns sehr drauf. Oh Und ja. Wolfram Damerius hat ja auch die Cover für die neue Gruselserie gemacht. Und da lag es natürlich nahe, dass man da mal ein Special zu raushaut. Und fand ich sehr erfrischend, sehr viele Infos zur alten Serie, zur den ganzen Zwischenwiederveröffentlichung als Ja, Neon-Grusel genau. und als der Rückkehr der Klassiker. Also das ist schon sehr, sehr interessant, wenn man so das mal sieht, dass es eigentlich ja fast nie weg war, sondern immer in irgendeiner Form wieder neu auf den Markt geschmissen wurde. Sehr interessant zu lesen tatsächlich. Fand ich auch. Ja, Link gibt es natürlich, ja. Dann schiebe ich noch eine News dazwischen. Also ganz frisch ist gut. Traurige Nachricht, ein großer Sprecher hört auf. Thomas Danneberg möchte nicht mehr weitermachen, ist gesundheitlich angeschlagen und wird nicht mehr als Synchronsprecher zu hören sein. Sehr, sehr schade. Ja, finde ich auch. Ja, dann machen wir gleich weiter im traurigen Bereich leider. Ingomar von Kieseritzky ist auch verstorben. Ja, und zwar ebenso wie Renate Pichler, die leider auch am 2. Mai von uns gegangen ist. Ja, immer so traurige Nachrichten in den News. Aber so ist das halt. Zu was Erfreulichem, Verlosung. Wir haben im letzten Orcast ja euch eine Folge von
Im Sommer geht man raus, sagt Mutter. Im Sommer geht man raus, genau. Ich weiß nicht, wie man anfängt. Ich weiß Sommer und geht raus, aber ich kriege die Reihenfolge nicht. Ja. Würfelt euch zusammen, den genau. Titel. Von der Lauscher Lounge. Und wenn du magst, ziehe ich jetzt den Gewinner. Oh, wie früher, ne? Hast du die Trommel zur Hand? Okay, dann trommel mal. Trommel, trommel, trommel. Und ich sage Stopp. Okay, der Gewinner heißt Björn und kommt aus Gernsbach. Der Postleitzahl nach zu urteilen, würde ich mal sagen Baden-Württemberg. Klingt auch so, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, freue dich auf ein schönes Hörspiel. Oh ja. Und ja, wir fallen ein bisschen so in alte Zeiten tatsächlich zurück. Das hat einen Grund, weil ich aus Versehen tatsächlich zu viele Hörspiele gekriegt habe von Lübbe. Und deswegen wollen wir die einfach verlosen. Und zwar geht es einmal um die heute besprochene Sinclair Dead Zone Folge 1 und ganz frisch reingekommen der Todeskünstler. Coley McFadden, die nächste Geschichte, die ansteht, ja, Teil 1 bis 4, also einmal komplett. Wenn cool. ihr das haben wollt, schreibt Schickt uns. Schickt dir eine Mail. Genau. Brauchen wir eine Frage? Ja, wie heißt John Sinclair mit vorne? Nein. Du wirst lachen, ich habe gerade im Moment dasselbe gedacht. Ja, ist gut. Ist gut, okay. Ja. Oh Gott. Das durfte man doch im Fernsehen nicht, ne? Irgendwas war doch da, wenn es zu einfach war, das... Ja, war irgendwie gab es da was, ja. Deswegen sind ja heute die Fragen total schwer. Genau. Ja. Ja, dann, ich weiß gar nicht, hatten wir im Orcast schon darauf hingewiesen oder hatte ich das nur bei Twitter mal rausgehauen? Ich glaube nicht wirklich. Nee, wir haben da nicht drüber gesprochen. Ja, wir haben ja jetzt den Orcast 89. Das heißt, es sind noch 11 Orcaste, beziehungsweise 10 sind es noch. Und dann wird es ja so langsam ernst und die Folge 100 steht bevor. Das wird also nächstes Jahr irgendwann Frühling, Sommer, je nachdem wie die Sommerorchester ausfallen. Das weiß man ja nie so ganz genau. Ja, wird das dann wohl stattfinden. Und 100 ist ja immer so eine Sache. Was machen wir jetzt? Machen wir 3 Folgen. Hören wir auf. Hören wir auf mit der 99. Oder ja, was machen wir? Irgendwas sollte man ja machen. Also wenn ihr Ideen habt, was wir machen sollen, wir haben also bei Twitter, habe ich schon ein paar Ideen bekommen, was so möglich wäre. Wir haben auch so eigene Flausen schon im Kopf, was man machen könnte. Das Problem ist natürlich bei so einem Orcast, wir sitzen an 2 Punkten der Republik, also nicht mehr irgendwie zentral, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt vor die Tür und machen jetzt ein Live-Event. Wird auch schwierig. Selbst wenn man bei mir oder bei dir eins machen würde, ist wahrscheinlich schwierig, weil gerade da sind wenig Hörspielfans. Ja, doof. Und bei live wäre auch schon schön, wenn mal, ich sag mal, so 12, 13 Leute kämen. Sonst ist live auch blöd. Ja. Insofern müssten wir uns dann halt irgendwas überlegen, wo wir das Ganze stattfinden lassen. Vielleicht habt ihr da ja auch eine Idee. Oder vielleicht auch was ganz anderes, dass er sagt, keine Ahnung. Ja, ich weiß es ja nicht. Wenn ich Nacktfolge. Wüsste, ich bin immer noch von eine Nacktfolge. Genau, wir nehmen mal eine Nacktfolge auf bei der 100. Viel Spaß mit diesen Bildern im Kopf. Ja, also wie gesagt, schreibt uns, mailt uns zu. Genau, ja, vielleicht ist ja genau die Idee dabei. Kriegt ihr ein Hörspiel, verspreche ich jetzt einfach mal. Genau, ihr kriegt ein Hörspiel. Auf jeden Fall, wenn es die super Idee ist. Ja. Also alle Ideen an uns. Wir freuen uns drauf. Und es ist nicht 5 Freunde werden erwachsen. Nein. Und auch kein Hexentöterbürger. Genau. Nee, ist nicht. Ja. Das war's schon, oder? Ja, schon ist gut. Dann ist gut, ja. Ja, es ging aber diesmal. Ja, aber diesmal ging es. Diesmal ging es wirklich, ja. War schön. Ja, der letzte war schon wieder über 5 Stunden. Mal gucken, wie es diesmal wird. Ihr müsstet übrigens, wenn ihr alle Orcaster am Stück hören, 13 Tage Urlaub nehmen. Und dürftet dann nicht schlafen. Ja. Das ist echt hart, ja. Das ist wie das Folter. Die einen machen Waterboarding, die anderen machen Orcas Zwang hören. Genau. So voll aufgedreht mit den Lautstärke-Schwankungen. Ja. Na gut, dann würde ich sagen. Vergesst das Gewinnspiel nicht, ne? Schreibt uns. Genau, schreibt uns, wenn ihr ein bisschen was an Sinclairiges bzw. an Coley McFadden. Das wird kein Wort mehr. Vokalbrei. Ja. Ja, ein Artikel. Auch ein schöner Titel für ein Hörspiel. Ja. Vokalbrei Europa. Nein. Na denn, gehabt euch wohl. Okay, eben. Bis dann. Feierabend. Ciao. Tschüss.